herzlich willkommen zu einer Zeit der Ermutigung, einer Zeit der Erfrischung, einer Zeit mit Gottes Wort, unter Gottes Wort. Amen. Herzlich willkommen. Wir wollen gleich einsteigen in diese Ermutigung, die der Herr uns in seinem Wort gegeben hat, sie für uns aufgeschrieben hat in der Bibel. Und wir wollen jetzt lesen den Psalm 121. Ja. Und diesmal habe ich gedacht, damit einfach das Wort Gottes für uns mehr zu erfassen ist, dass wir es lernen, mit dem Wort Gottes zu beten, das Wort Gottes zu beten, habe ich gedacht, wir schreiben diesen Psalm in die Ich-Form um. Und das ist nicht schwer und es ist nicht das, dass wir jetzt die Bibel umschreiben wollen oder die Bibel verändern wollen, sondern wirklich dieser Sinn, damit dieses Wort zu unseren Herzen spricht, dass dieses Wort ganz lebendig in unser Leben hineinkommt. Und wir müssen lernen, selber dieses Wort in unser Leben hineinzusprechen. Amen. So, wir lesen Psalm 121. Liest du das mal? Okay. Psalm 121 in der Ich-Form. Genau. Das mit der Ich-Form ist immer gut, weil dann wird das Wort wirklich zu deinem lebendig. Persönlichen. Und wenn du es proklamierst, das hat eine gigantische Power. Ja. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt meinen Fuß nicht wanken. Der mich behütet, schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels oder mein Hüter. Der Herr ist mein Hüter. Der Herr ist mein Schatten zu meiner Rechten. Bei Tag wird mich die Sonne nicht stechen, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet mich vor allem Bösen. Yes. Der Herr behütet mich vor allem Bösen. Er behütet mein Leben. Der Herr behütet meinen Ausgang und Eingang. Yes. Von nun an bis in Ewigkeit. Ja. Halleluja. Halleluja. Diesen Psalm haben die Pilger gesungen und gesprochen, als sie zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gezogen sind. Ja. Deshalb ist diese Anfangsfrage, die der Psalmist hier geschrieben hat, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das waren diese Berge, die rund um Jerusalem liegen. Und wenn sie da hochgegangen sind, dann haben sie dieses Lied, diesen Psalm gesungen. Und das finde ich etwas sehr Schönes, etwas, was bis zu unserer Zeit heute aufgehoben ist. Wir steigen jetzt auch höher, höher mit dem Wort Gottes, höher mit dem, was er uns heute in dieser Zeit mit auf den Weg geben möchte. Amen. Du hast dich ja mehr mit den Wallfahrtsliedern und den Festen beschäftigt. Ja, es gab drei große Wallfahrtsfeste und da musste jeder Mann, jeder erwachsene Mann, aus dem Volk Gottes musste dort nach Jerusalem zum Tempel pilgern. Genau. Und das war immer ein Riesenevent, jedes Jahr dreimal. Ja. Und da hat man eben gesungen. Und das sind solche Lieder gewesen. Genau. Ja? Lieder, die über die Bewahrung Gottes sprechen, die über seine Hilfe sprechen, über seine Bedeckung, über das, wo er mit uns geht. Und mir fiel dieser Psalm in dieser Woche in die Hände und ich habe ihn schon mehrfach gelesen und immer wieder betrachtet. Es gibt auch Ausleger, die darüber schreiben, weil es so ein Ermutigungspsalm ist. Und deswegen finde ich das schon so wirklich so ermutigend. Der Herr wird dein Leben behüten vor dem Bösen. Er wird mit uns sein. Er bedeckt uns. Er ist beim Ausgang und Eingang mit uns. Und das spricht von diesem großen Hüter Israels. Und das hat mich sehr, sehr ermutigt. Ja, ich darf es mal hier ein Detail rausnehmen. Ja. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das heißt, du schaust nach oben. Genau. Du schaust nach oben. Das ist wichtig. Genau. In der Situation, in der wir uns momentan befinden, ist es so leicht, auf irgendwelche Dinge unten zu schauen, auf Problemchen zu schauen, auf die Schwierigkeiten zu schauen, auf das Getue der Welt zu schauen, auf irgendwas zu schauen, was jetzt wieder irgendwelche abstrusen Leute und Kräfte und sonst was sich ausdenken und so weiter. Und ich sag's mal flapsig. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
und nicht, ich senke meine Augen herab zu den Zwergen. Ja, nein, das ist tatsächlich der Punkt. Wo schaust du hin? Das, was diese Welt zu bieten hat, ist zwergenhaftes Getue. Wir schauen auf den Herrn. Ist klein. Wir schauen auf den Herrn. Es ist klein. Ja. Es ist klein, es ist vergänglich. Wir schauen auf den Herrn, der Herrn. Amen. Amen. Yes. Wir wollen zusammen beten. Bete mit. Bete dich gleich in diese Basis von diesem Psalm und steige gleich da höher, dass du deinen Blick jetzt schon zum Herrn erhebst, dass du Jesus einlädst, dass der Heilige Geist in dir reden kann zu deinem Herzen und dass wir Gott ehren und anbeten. Vater im Himmel, wir preisen dich, wir ehren dich, wir danken dir. Ich danke dir, dass du unseren Ausgang und Eingang segnest, dass du uns bedeckst mit den Flügeln deiner Kraft, dass du uns hebst über die Abgründe, über diese Täler und dass du uns auf unsere Höhen stellst. Herr, ich danke dir, dass ich auf dem Felsen Jesus gegründet bin und da stehe, da ist mein Platz. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in mir lebst, in mir betest, in mir sprichst, dass du der Wegbereiter bist, dieser Geist der Wahrheit und der Leitung und der Erkenntnis. Ich danke dir, dass du nicht aufhörst zu sprechen. Und ich bete für jeden Zuschauer, für jeden Zuhörer, jetzt und später, dass du, Herr, sprichst in das Leben, in die Herzen, ermutigend, auferbauend, dass du wirklich sprichst, dass du der Hüter bist, der nicht schläft und nicht schlummert. Du wirst niemanden, der dir gehört, verpassen oder vergessen. In Jesu Namen. Yes. Herr, wir danken dir dafür, dass wir tatsächlich unsere Augen aufheben dürfen zu dir. Wir dürfen zu dir schauen. Und hier heißt es, du schläfst und schlummerst nicht. Von dir kommt uns die Hilfe. Von dir kommt uns die Hilfe. Amen. Nicht von dem, was irgendwie die Welt zu bieten hat. Nicht von dem, was irgendwo um uns herum gebastelt wird. Nicht von den Dingen, die bedrängend sind oder komisch sind oder irgendwie sind, sondern von dir. Du thronst über allem. Du bist der Herr der Herren und der König der Könige. Und jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, Jeschua HaMashiach, er ist erhoben über alles. Jedes Knie, von jeder Person, von jedem System, von allem. Alles wird bekennen, er ist der Herr. Und darauf warten wir auf diesen Tag. Und wir freuen uns, dass wir gemeinsam dazugehören dürfen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern wir sind von denen, die vorwärts pressen, hinein in das, was Gott für uns gegeben hat. Amen. 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 Ja, ich will euch noch ganz kurz ein Wort weitergeben, was ich heute von Gott gehört habe, was er mir irgendwie so, also mitten rein, ich habe geputzt und ich habe unser Haus ein bisschen für den Advent vorbereitet und mitten in dem, wo ich meinen Putzeimer da auswasche, spricht der Heilige Geist zu mir und ich will dich ermutigen, mach deine inneren Herzensohren immer auf. Sag nicht, ich habe jetzt keine Zeit und jetzt bin ich nicht heilig genug und jetzt habe ich die Bibel nicht aufgeschlagen oder irgendwie sowas. Sondern sei lenkbar, sei, wie soll ich sagen, sei alle Zeit bereit. Im Flow. Sei alle Zeit bereit, das Wort von Gott zu empfangen. Das Wort, was der Heilige Geist in dein Leben spricht. Und ich habe das empfangen und das gebe ich euch weiter. Du kannst es prüfen, du kannst darüber beten, aber ich will es euch auch als Auftrag weitergeben. Und zwar habe ich gehört, dass der Herr sagt, es ist noch nicht Zeit, sich zurückzulehnen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende gegangen und du sollst und kannst noch Ziele im geistlichen Kampf gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt erreichen. Gib nicht auf zu beten, gib nicht auf zu flehen, gib nicht auf zu danken. Beende dieses stürmische Jahr nicht mit jetzt schon erstrebenswert erscheinender Ruhe oder dem Denken endlich Frieden. Es herrscht Krieg in der Himmelswelt. Nimm deine Position im Gebet weiter ein. Lauf weiter, laufe stark, sei stark und mutig, hab keine Angst und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Wegen.
Das letzte, dieses war ein Vers, der kommt von Josua 1. Den kennt ihr bestimmt auch. Aber es hat mich sehr ermutigt, weil ich wirklich denke, es liegen noch ein paar Wochen vor uns. Mhm. Und wir müssen in dieser Startposition, nein, nicht Start, im Laufen, wir müssen immer noch weiter dranbleiben. Genau. Wir müssen dranbleiben. Ja. Dranbleiben im Beten, dranbleiben im Flehen, dranbleiben im Dankesagen, in dieser Dankbarkeit. Und das ist eine Herausforderung. Und da ist schon der erste Kampf mit der ersten Etappe. Und das war mir sehr, sehr ins Herz gefallen. Und das ist von heute? Das ist von heute. Heute ein Wort des Herrn, ganz frisch. Ganz frisch. Ganz frisch. Ganz, ganz frisch. Ja, aber es ist ja wirklich cool hier. Ne? Gib nicht auf zu beten, gib nicht auf zu flehen, gib nicht auf zu danken. Ja? Ja. Und setz dich nicht zurück, lehn dich nicht zurück. Nicht jetzt schon. Es ist gefährlich. Ja. Wirklich gefährlich. Ja. Nimm deine Position ein im Gebet. Ja. Das finde ich natürlich stark. Es herrscht Krieg in der Himmelswelt. Ja, das fand ich auch stark. Und es ist die Wahrheit. Ja. Es herrscht wirklich Krieg in der Himmelswelt. Das ist auch das, was die prophetischen Worte immer und immer wieder sagen. Ja. Wir befinden uns in einer extrem herausfordernden Situation. Ja. Und die Sachen, die wir im Natürlichen sehen, sind nicht die gleichen, die in der geistlichen Dimension passieren. Mhm. In der geistlichen Dimension sieht die Sache anders aus. Deshalb ist es wichtig, das prophetische Wort zu haben. Genau. Und wir hatten hier bei uns im Livestream ein Wort weitergegeben, das ich am 13. Oktober empfangen habe. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Und das Wort, das haben wir hier in unserem Freundesbrief jetzt an etliche Leute verschickt, die mit uns in Verbindung sind. Das gesamte Wort steht hier drin. Und in diesem Freundesbrief, wenn du das gerne haben möchtest, um das im Hauskreis oder sonst wo einfach weiterzugeben, dieses prophetische Wort, du kannst diesen Freundesbrief, wir haben den noch ein paar tausend Mal gedruckt, kannst du den gerne bei uns bestellen. Wir schicken dir den kostenlos zu. Ja. Und zwar ist es so, am besten machst du das über diese Bestellseite für diese Broschüren, die es gratis gibt. Gott und das deutschsprachige Europa ist jetzt auch, haben wir jetzt inzwischen die 30.000er-Marke überschritten. Das hier ist eine Broschüre, leicht überarbeitet wurde die. Da wurde beispielsweise die Prophetie von der Lichtkugel von Pastor Philipp wurde mit reingenommen. Von dieser Lichtkugel, die dann fällt, von dem Engel. Ganz coole Sache. Und hier dieses, sagen wir mal, Traktat, dieses Büchlein. Evangelistisches Büchlein für die Freundschaftsevangelisation. Das kannst du auch kostenlos bei uns bestellen. Und wenn du das bestellst, dann kannst du einfach in das Kommentarfeld reinschreiben, okay, ich will nochmal, keine Ahnung, 5 oder 10 oder wie viel auch immer von diesen Freundesbriefen. Es ist uns also eine Freude, dir hier diese Broschüren und den Freundesbrief kostenlos zuzusenden, wenn du den also in guter Weise gebrauchen kannst. Ja. Bitte nimm es nicht als etwas, was man in den Briefkästen schmeißt. Dafür ist es nicht konzipiert. Ist keine Wurfsendung, sondern es ist etwas, wo man mitarbeiten muss mit den Leuten, in Beziehungen und so weiter. Und wo man weiß, jemand versteht es, prophetische Worte zu lesen oder zu empfangen. Und mach es nicht so, dass du es jemandem aufdrückst und sagst, das musst du aber oder irgendwie, sondern bete. Und wenn du es in der Gemeinde auslegst, frag vorher den Pastor, ob dem das recht ist. Ja? Ja. Also nicht einfach da so eigenmächtig was machen. Bitte, ich denke, das gehört zum guten Ton. Genau. Amen. Amen. So. Ich fange an. Du fängst an. Ich bin gespannt. Ich habe gehört, es wird stürmisch. Ja, es wird heute stürmisch. Ja. Die Ankündigung war ja schon auch mitten im Sturm, mitten durch den Sturm. Wie komme ich durch stürmische Zeiten? Und ich will heute mit euch dieses Thema betrachten und auch eine biblische Situation dazu. Und dann nachher möchte ich euch ein paar praktische Tipps mitgeben. Und zwar kannst du dir die aufschreiben und kannst auch darüber beten. Du kannst darüber nachdenken, nutzt mir das was? Will ich das? Mache ich das? Hilft mir das? Aber so, damit das Ganze auch ein bisschen praktisch wird. Als im März die ersten Nachrichten von einer Virusgeschichte zu uns kamen,
da zeigte mir der Herr in einer Gebetszeit, dass mit dieser Virussache zwei Dinge gekommen sind, weltweit. Zwei Dinge. Und das eine, dass das zwei Mächte sind, die ganz stark mitwirken und diese Geschichte nach vorne schieben, begleiten, Inhalt sind. Und die eine heißt Angst und die andere heißt Sorge. Das habe ich schon mal hier im Zoom-Meeting im März oder April schon mal berichtet, dass ich diesen Eindruck hatte, dass diese beiden Mächte, diese dämonischen Kräfte in diesem Ganzen wirken. Und diese dämonischen Kräfte versuchen, uns in den Griff zu bekommen. Und mittlerweile hat das wirkliche Ausmaße angenommen und wir bekommen wirklich viele Rückmeldungen über Probleme mit Angst, mit Furcht, mit Depression, mit all diesen Begleiterscheinungen. Und das Ding ist, diese Angst- und Sorgemächte, das ist nicht, sie beschäftigen uns nicht, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder so, irgendwas nur da oder nur zu Hause, sondern sie sind überall und allgegenwärtig. Sie sitzen wirklich im Schlafzimmer, am Esstisch, im Wohnzimmer, egal wo du dich befindest, ob du einkaufst, ob du unterwegs bist, sie wirken überall und du siehst es in den Gesichtern der Menschen. Und dieses Gefühl Angst kennt wahrscheinlich jeder von uns aus irgendeiner Situation. Dieses Gefühl, das in den Gedanken beginnt und uns in die wildesten Vorstellungen treiben kann, aber auch manchmal ganz realistische Vorstellungen mit sich bringt. Es will uns bezwingen und es will uns inaktiv machen und hat viele Begleiter, die uns wirklich Mühe machen. Angst geht mit einem Engegefühl oft einher. Es gibt einen schnelleren Herzschlag. Es gibt Hitze- oder Kälteempfindungen. Oder manche Menschen empfinden dann, sie haben mit Magen- und Darmproblemen zu tun, mit Atemnot und vielen anderen Symptomen. Und das ist auch das, was wir jetzt all überall zurückgemeldet bekommen, dass es zu solchen Phänomenen gekommen ist. Angst wird von einem großen Druck ausgelöst und wir empfinden diese Bedrohung für unser Leben. Es gibt wirklich eine lebensbedrohliche Lage, die erfasst unseren Körper, unsere Familie, unseren Job, unsere Einkommen, egal welche Gebiete, in denen wir da sind, wird von dieser Angst und dieser Sorge erfüllt. Und in den letzten Monaten beobachten wir, dass Angst nach unserem Leben gegriffen hat. Und diese Angst wird implementiert, sie wird immer wieder gefüttert, sie wird immer wieder durch Bilder untermalt, sie wird immer wieder durch neue Nachrichten nochmal nochmal verschärft. Und anscheinend gibt es keine Auswege daraus. Diese Enge und die Vereinsamung, die Hilflosigkeit und Frustration scheinen allgegenwärtig zu sein. Und manchen fällt es sehr, sehr schwer, sich dagegen zu positionieren, sich dagegen zu behaupten, geschweige denn über die Angst zu dominieren. Ich habe gelesen, dass Depressionen und Angstzustände erheblich zugenommen haben und die psychologischen Praxen überfüllt sind. Menschen trauen sich nicht mehr aus dem Haus oder besorgen nur das Nötigste und das in großer Hast, weil diese Angst allgegenwärtig ist. Und dann wird manchem auch erst bewusst, welche Fundamente habe ich in meinem Leben denn? Und auch Christen fragen sich, wo sind meine Fundamente? Habe ich überhaupt wirklich so tief gegründete Fundamente meines Glaubens, dass ich so im Sieg lebe, so auf den Herrn schaue, mich nichts angreifen kann? Und es ist wirklich eine
findet eine Überprüfung dieser Fundamente statt. Das ist nicht schlecht, das ist sehr gut. Die Frage ist auch, wie gut kenne ich denn den Vater im Himmel eigentlich? Wie gut ist meine Beziehung zu Jesus? Kann ich wirklich sagen, dass der Heilige Geist in mir ist? Kann ich sagen, ich höre ihn, ich kann mit ihm sprechen, er antwortet mir, er leitet mich und ich folge ihm? Wir wollen uns jetzt eine ganz bekannte Begebenheit aus dem Leben von Jesus und seinen Jüngern anschauen. Wahrscheinlich hast du schon bei der Ankündigung vom Thema heute gewusst, ja, das kann ja nur die Stillung des Sturms sein, die wir uns jetzt anschauen wollen. Diesen Bericht von dieser Sturmsituation im Leben von den Jüngern und im Leben von Jesus, den finden wir in allen drei Evangelien und fast identisch ist er dort niedergeschrieben. In Matthäus 8, 23 bis 27, in Markus 4, 35 bis 41 und in Lukas 8, 22 bis 25. Und diesen Lukas-Text, den wollen wir uns anschauen. So, es geschah eigentlich an einem ganz normalen Tag. Jesus hatte lange gepredigt, viele Menschen waren da, viele Leute kamen immer dichter an ihn dran und er sagte zu den Jüngern, lasst uns an das andere Ufer vom See fahren. Sie stießen ab und während der Fahrt schläft Jesus ein. Nichts Ungewöhnliches, kein Wind am Himmel, keine Wolken, die See ist ganz ruhig. Ich weiß, wir sind auch auf dem See Genezareth mal gefahren vor Jahren. Das war spiegelglatt, aber der Mann, der das Boot gelenkt hatte, der hat gesagt, das kann so schlimm und stürmisch werden, dass man nicht rausfahren kann. So, also die Jünger sind in diesem Boot mit Jesus unterwegs und es heißt, da fuhr ein Sturmwind auf den See herab und das Boot füllte sich mit Wasser und sie gerieten in Gefahr. Da muss man sich vorstellen, das waren ja nicht Leute, die als Touristen jetzt in so ein Boot gestiegen sind, sondern das waren Männer, die auf diesem See mit ihrem Boot fast wie zu Hause waren. Sie kannten die Gefährlichkeiten, sie kannten Wellen, sie kannten Sturm, das war ihnen nicht fremd. Und diese Plötzlichkeit ist ein Phänomen auf diesem See und sie erleben, dass dieser Sturmwind wirklich auf den See herabfährt. Das fand ich eine ganz interessante Beschreibung. Und das Boot füllte sich mit Wasser und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm, zu Jesus, weckten ihn und sagten, Meister, Meister, wir gehen unter. In Matthäus 8 wird das so beschrieben, da traten sie zu ihm, weckten ihn und sagten, Herr, rette uns, wir gehen unter. Und in Markus 4 wird es so geschrieben, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Und da steht Jesus auf, schrie den Wind an und sprach zum See, schweig, verstumme. Und bei anderen heißt es, er aber stand auf, schrie den Wind an und die Wogen des Wassers und sie legten sich und es trat eine Windstille ein. Und dann sagt Jesus dieses Wort zu den Jüngern, was auch für uns so viel Bedeutung hat. Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Und in Markus 4 heißt es so, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich und sagten staunend zueinander, wer ist denn dieser, das selbst dem Wind und dem Wasser gebietet und sie gehorchen ihm? Die Jünger hatten schon so viel mit Jesus erlebt. Aber dass die Elemente, selbst die Elemente ihm untertan waren, das konnten sie überhaupt noch nicht fassen. Nun, das ist eine ganz altbekannte Geschichte. Und doch
bekam gerade diese Geschichte in den letzten Tagen und Wochen für mich eine ganz neue Bedeutung. Vielleicht wäre die Überschrift auch die richtige gewesen: Hey, mach dir keine Sorgen, Jesus wird den Stürmen in deinem Leben schon gebieten, er wird mit den Stürmen in deinem Leben doch fertig und ist doch nicht so schlimm. Aber so ist es nicht. Lass uns noch mal ein bisschen bei unserem Text bleiben. Alles ist in Ordnung gewesen, ein ganz normaler Tag mit Jesus, viele Menschen, alles gut, aber plötzlich wendet sich das Ganze. Ein Unwetter zieht auf. Und das ist das Erste, was ich festgestellt habe. Das ist das, was ich so oft erlebe. Plötzlich, und vielleicht kennst du das auch, plötzlich kommt etwas in deinen Alltag, in das ganz normale Ding. Und dieses plötzlich verändert alles. Es kann alles normal laufen, aber etwas dreht sich, etwas verändert sich, etwas wird vollkommen aus dem Ruder geschmissen. Plötzlich ist der Wind, dieser Sturm in deinem Leben da und du stellst fest, da ist im Moment kein Ausweichen möglich. Dieser plötzliche Sturm, das können manchmal ganz einfache Dinge sein. Ich sag euch, es kann eine Nachricht sein, ein Anruf mit einem Problem, eine Mail, mehrere Mails. Es kann eine Diagnose sein, etwas, was dir plötzlich begegnet, Schmerzen, die plötzlich kommen. Es war alles in Ordnung gestern Abend und du wachst morgens mit diesen entsetzlichen Schmerzen auf. Kinder, die vielleicht aus dem Stand heraus schwierig aufdrehen, sich abwenden, nicht erreichbar sind, dich beschimpfen, beschuldigen und du fragst dich, wie kann das sein? Gestern war doch noch alles okay. Und dann kommt das Problem mit diesem eigenen Versagen ja noch dazu, mit den begangenen Verfehlungen und auf einmal steht auch das, was eigentlich schon als längst überwunden galt, schon wieder neben dir und beschäftigt dich. Dinge, von denen du dachtest, dass sie doch eigentlich Vergangenheitswert hätten. Und das Chaos und die Herausforderungen sind übermächtig über dich hereingebrochen. Das ist genau die Situation, die uns in Matthäus 4 beschrieben wird. Da erhob sich ein heftiger Sturm und die Wellen schlugen ins Boot und das Boot hatte sich schon mit Wasser gefüllt. Das ist das, was die Jünger im Natürlichen erleben und das ist das, was wir auch im Geistlichen oder in unserem ganz normalen Leben erleben, dass auf einmal Dinge da sind, die uns aufrütteln und die uns herausfordern. Und jetzt gerade in dieser ganzen Virusgeschichte, die kam quasi weltweit über die Menschen. Ein heftiger Sturm, ein Chaos, eine Vernichtungsmaschinerie, etwas, was wirklich krass ist, was schlimm ist und wo wir denken, wieso, gestern war doch noch alles in Ordnung. Warum ist das heute so und warum wird das nicht ganz schnell irgendwie beendet? Ein heftiger Sturm erhob sich. Auf einmal stellen gläubige Menschen fest, dass es da Probleme in ihrem Glaubensleben gibt, in den Erwartungen und im Bild, was sie von Gott haben. Und dann sind da die plagenden Gedanken und wirkliche Angst vor der Zukunft. Und das Wort Verfolgung fällt auf einmal hier und dort. Und es macht ein komisches Gefühl, ein beunruhigendes Gefühl. Es setzt Gedankengänge in Gang. Es bringt zu emotionalen, wirklichen Schwierigkeiten und einfach Angst und Sorge. Plötzlich sind diese beiden Mächte in unserem Leben direkt neben uns und wir sind damit konfrontiert. Und dann stellen manche fest, dass es so schwierig ist, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren, sich da rein zu vertiefen, es zuzulassen, dass der Herr mit einem spricht und
Man kann sich gar nicht wirklich so richtig darauf einlassen, weil diese bedrängenden Sorgen einen erfüllen und man fühlt sich erschüttert von dem Leid in der Welt und dem Leid, das man ganz persönlich da erlebt. Man schaut in ständiger Hetze auf die Entwicklung der Dinge. Man wartet darauf, dass es doch endlich wieder so ist, wie es vorher war. Und trotzdem weiß man, man ist auf der Hut, was als nächstes kommt. Die Jagd der Gedanken und der Befürchtungen will uns in Depression und in Bedrückung und in Frustration reinschieben. Und Beten ist auf einmal zu einem Kraftakt geworden, von dem man sowieso nicht glaubt, dass Gott überhaupt hört oder antwortet. Oder wenn er uns hören würde, wollte, würde er denn dann helfen? In Markus 4, in unserer Geschichte, heißt es im Vers 38, er aber lag schlafend hinten im Boot auf einem Kissen. Hey, das ist echt krass, oder? Jetzt verstehen wir, dass die Jünger in Panik geraten sind. Wie kann er schlafen? Schau, das Wasser war im Boot. Der Sturm war so heftig. Diese Männer hatten wirklich Angst, dass sie umkommen. Und Jesus liegt im Boot auf einem Kissen und schläft. Das ist eine Spannung, die auf dieser Begebenheit, aus diesem Bericht ist. Das habe ich wirklich echt zutiefst empfunden. Jesus hat anscheinend gar nichts mitbekommen von den Nöten und von den Bedrängnissen, von der Angst vor dem sicheren Untergang. Und er ist wohl der Einzige, der seelenruhig die Fahrt auf dem tosenden Meer verschläft. Das, was die Männer eigentlich als Gefühl haben, ist, das packen wir nicht. Und das ist genau das, was jetzt bei vielen von uns der Fall ist. Diesen Sturm packe ich nicht. Diese Krankheit packe ich nicht. Diese Diagnose nicht. Diese Dinge in meiner Familie packe ich nicht. Diese Spaltung, die durch das ganze Land geht, durch die Gemeinden, durch die Familien, durch die Freundschaften, das packe ich nicht. Ich fühle mich bedroht und ich fühle mich wie alleingelassen. Anscheinend ist es so, dass Jesus hier schläft und man fühlt sich wirklich sehr, sehr alleine. Aber es stimmt nicht, wie der Anschein es uns zeigt. Denn die Jünger gehen nicht unter und sie machen das einzig Richtige. Sie gehen zu Jesus und rütteln ihn und wecken ihn und wecken ihn auf. Und sie sagen, Meister, Meister, mach doch endlich was. Und dann sehen sie, sie werden Teilhaber an einer Demonstration der Macht. Und sie wundern sich hinterher und sagen, wer ist der, der Sturm und Wellen gebieten kann, sodass sie ihm gehorchen? Sodass diese Wellen ihm untertan sein müssen, der Sturm sich beugen muss. Die Dinge, die mich so beschäftigt haben, die müssen sich beugen unter das Wort Gottes. Die Stürme in meinem Leben, sie werden mich nicht zum Untergehen bringen, sondern sie werden sich beugen müssen unter die mächtige Hand Gottes. Denn Jesus steht auf und er gebietet den Mächten und den Gewalten und er sagt, schweig, verstumme. Und das ist es, was ich euch sehr ermutigend ans Herz legen möchte, dass wir beten, dass Jesus wirklich in dieser Macht in unseren Geist, in unser Herz hineinspricht. Schweig, verstumme, dass diese emotionalen Drucksituationen wirklich sich in seine Gegenwart, in seine Kraft, in seine Demonstration der Macht hineinbewegen. Warum hat Jesus das eigentlich alles so weggeschlafen, so gar nicht mitgekriegt? Ich glaube, dass Jesus einfach in dieser Obhut seines Vaters im Himmel und in der Kraft des Heiligen Geistes in ihm ruhte. Shalom heißt viel mehr als nur
Friede und zankt euch mal nicht. Er war in diesem Shalom, in dieser vollkommenen, ausgefüllten Ruhe und in diesem Frieden und in dieser Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er war wie in so, wir haben heute darüber gesprochen und haben gesagt, er war wie in so einer Bubble, in so einer Blase, in so einem geschützten Raum. Und deshalb konnten ihn solche Dinge überhaupt nicht angreifen. Und das gilt für dich und für mich. Jesus ist ganz nah bei dir und sogar in dir. Das müssen wir uns als erstes bewusst machen. Er ist nicht beunruhigt über die Situation der Wellen in unserer Welt. Er ist nicht davon beeindruckt, dass diese Sachen hochschwappen und dieser Sturm, der alles uns alles um die Ohren hauen will. Er ist nicht am Schlafen und Schlummern, dass er nicht hören und sehen würde, was in unserem Leben vor sich geht. Und das wird hier beschrieben. Jesus ist mit in deinem Lebensboot. Gott ist nicht fern von dir. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann lebt er in dir. Welch eine Zusage, welch ein Geschenk. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann auch diese Frage, warum habt ihr so wenig Glauben? Warum seid ihr so kleingläubig? Nun, das hat immer auch einen Weg des Glaubens, einen Weg der Entwicklung, einen Weg, den wir mit Jesus gehen, wenn wir uns für ihn entschieden haben, wenn wir unser Herz ihm gegeben haben, dann fängt ein Weg des Glaubens an. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und er ist mit uns unterwegs, mit in deinem Lebensboot. Und ich möchte euch wirklich diese Dinge, die ich als sehr praktisch empfunden habe in meinem Leben, die möchte ich euch weitergeben. Und du kannst sie für dich nutzen. In meinem Leben gab es nämlich vor vielen Jahren eine solche extreme Situation, wo ich einem so heftigen Sturm ausgesetzt war, dass mir die Dinge um die Ohren flogen und ich empfand diese entsetzliche Angst und diese Sorgen nahmen mein ganzes Herz und mein ganzes Leben fest in den Griff. Eine Situation, wo ich erlebte, was Angst und Sorge anrichten kann. Und seitdem habe ich wirklich viel gelernt. Und ich möchte dich ermutigen, nicht mit deinen Befürchtungen und mit deinen Herausforderungen, mit den Sorgen und mit diesen Stürmen unterzugehen und zu sagen, hat ja alles keinen Zweck, sondern wirklich aufzustehen und zu lernen und zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, dass ich Überwinder werde und dass ich lerne, dem Sturm mit dem Herrn zu begegnen, den Sturm quasi dem Sturm zu gebieten, Gott den Raum zu geben in meinem Leben, dass er in meinem Leben diese Stürme beeinflussen kann, zum Stillstand bringen kann, dass er mich halten kann, dass er wirklich an meiner Seite ist und noch viel mehr, dass er in mir lebt. Die Situation war die, dass ich wirklich wochenlang in der Klinik gelegen hatte wegen einer nicht gut verlaufenden Schwangerschaft. Und dann kam es, als das Kind geboren war, zu einer äußerst furchtbaren Situation, nämlich das Baby hörte auf zu atmen und musste wiederbelebt werden. Und es folgten Wochen in der Kinderklinik. Das Baby ist geboren Anfang September und wir kamen einen Tag vor Weihnachten nach Hause. Angst wurde für mich damals zu einer Person, die Tag und Nacht auf meiner Bettkante saß. Ständig war ich auf Anspannung, ständig auf Vorsicht, ständig in Habachtstellung, was jetzt als nächstes kommt, was als nächstes passiert. Und dann musste ich lernen. Heute sage ich, preis den Herrn, Gott sei Dank, dass er mich nicht gelassen hat
unter dieser Bedrängnis, Angst und Frustration und ich nicht in eine Depression abgeschmiert bin. Heute sage ich, Gott sei Dank, Herr, du hast mir geholfen, dass ich gelernt habe, dass ich in den Prozess eingestiegen bin mit dir. Und das will ich dir so sehr ans Herz legen, wenn du mit Angst konfrontiert bist, mit Sorge konfrontiert bist, egal in welchem Thema. Fang an zu lernen, fang an in diesen Prozess einzusteigen. Was für mich am wichtigsten war, was ich als allererstes gelernt habe, und das war gar nicht so einfach damals, das war, dass man sich der Angst und der Entmutigung mit aller Kraft entgegenstellen muss. Mit aller Kraft dagegenstehen. Ich bin kein Fan von, ja, Angst ist doch ganz normal und guck doch mal meine Probleme an, da würdest du auch Angst kriegen und Angst hat ja jeder und Angst ist in uns angelegt und all diese Dinge. Ich bin kein Fan davon und ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Ich habe das einfach anders erlebt und mir haben verschiedene Dinge und Mechanismen wirklich geholfen und ich glaube, dass sie für dich auch eine Hilfe sein können. Wenn man sagt, ja, das gehört einfach dazu und ich habe einfach Angst, dann bist du schon den halben Weg zurückgegangen und Angst wird zunehmen. Sie wird dadurch, dass du dieses Statement sagst, nicht weniger, sondern sie wird zunehmen. Du kannst entscheiden, was du mit Angst und Sorge, mit Bedrückung, Bedrängnis und all diesen Dingen tust. Und viele sagen dann, ich habe keine Kraft, dagegen zu stehen. Das stimmt einfach nicht. Du hast mehr Kraft, als du denkst. Gott hat in dich die Kraft, seine Kraft hineingelegt. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist in dir wirksam. Du kannst sie jederzeit abrufen. Du kannst sie nachts abrufen, wenn du wach liegst vor Sorgen. Du kannst sie tagsüber abrufen, wenn du vor Sorgen nicht weißt, wie du durch den Tag kommst. Der Feind möchte immer sehr, sehr gerne, dass wir uns kraftlos sehen, unsere Schwäche auf den Leuchter heben, dass wir sagen, ich kann einfach nicht, ich bin so und ich kann nicht und ich mag nicht. Wir sollen nie Kraftlosigkeit sprechen. Das ist das, was er gerne hören will. Dieser Feind, der uns die Niederlagen und dieses Ausgeliefertsein in den Mund legt. Pass auf, dass du es nicht sagst. Der Feind ist fest entschlossen, alles zu aktivieren, damit wir unser Vertrauen auf Gott und auf sein Eingreifen, seine Hilfe, seine Befehle verlieren, aufgeben, kleinreden und infrage stellen. Ich habe ein gutes Zitat irgendwo gelesen, da heißt es, nicht die Abwesenheit von Angst ist das Ziel in unserem Leben, sondern der beständige, untrügliche, nie aufgebende und letztlich überwindende Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Das ist so wahr. Nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Anwesenheit unseres starken Glaubens. Das nächste, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, es ist sehr gut, wenn wir mal Bestandaufnahme von dem, was wir eigentlich glauben, machen. Was glaube ich wirklich? Was habe ich immer so als wahr angenommen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich glaube. Ich habe vielleicht einfach so geglaubt, wie das in meiner Gemeinde oder in meinem Hauskreis oder wie auch immer mir vermittelt wurde. Aber was glaube ich wirklich? Welche Beziehung habe ich wirklich zu Jesus? Welche Beziehung habe ich wirklich zum Heiligen Geist? Wirklich und ganz, ganz ehrlich. Mach mal eine Bestandsaufnahme von deinem Glaubensleben. Der nächste Punkt ist, mit Gott im Gebet sprechen. Sei sicher und zuversichtlich, dass deine Gebete, dein Reden mit ihm, dem himmlischen Vater, sehr willkommen und sehr erwünscht ist.
Er mag es, wenn wir mit ihm sprechen. Er wartet darauf. Guck mal, wenn das der himmlische Vater ist, der uns geschaffen hat, der unseren Anfang und Ende weiß, unseren Ausgang und Eingang und alle diese Dinge. Wenn er doch unser Vater ist, dann ist er doch interessiert an dem, was wir reden, was wir mit ihm sprechen, wie wir uns mit ihm unterhalten. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Das nächste ist, wenn man nicht die Worte findet vor lauter treibenden Gedanken und nicht weiß, was soll ich denn beten, dann nimm dir die Psalmen, genau wie vorhin, wie wir das gemacht haben. Dieser Psalm 121, der bietet sich dafür an. Nimm die Psalmen und lese sie als Gebet. Trag das wie dein Gebet vor. Es kann sein, dass deine Gedanken dich dermaßen jagen, dass du nicht gleich bei dem ersten Psalm merkst, okay, das kommt auch bei mir im Kopf und im Herz und in meinem Geist an, sondern es kann sein, dass du ein paar Psalmen hintereinander lesen musst, bis etwas in deinen aufgeregten und angespannten, in deinen angespannten Geist reinfällt. Ich stelle mir das manchmal vor, wie so Tropfen, so Öltropfen, die wir so nehmen als Medizin oder wie auch immer. Und es wird heilsam sein für deine ganzen Emotionen und du wirst wirklich damit beten können. Das Wort Gottes wird seine Kraft in deinem Leben freisetzen. Es wird sich entfalten. Und die Zuversicht lautet, es wird nicht leer zurückkommen. Immer wenn wir das Wort nehmen, immer wenn wir das Wort beten, immer wenn wir das Wort mit unserem Glauben füllen, dann wird es seine Kraft in uns mächtig werden lassen. Lass deinen Glauben sich mit dem, was du liest, mit diesem gelesenen Wort verbinden. Es ist ganz wichtig, dass du nicht das Wort runterliest wie ein Geschichtsbuch, sondern dass du betest, Herr, hilf, dass ich es mit Glauben verbinden kann. Sei mit mir in diesem Entwicklungsprozess. Hilf mir, dass ich wirklich von dir lerne und hilf, dass ich wirklich in diesem Wort zu Hause bin. Radier nichts von dem Wort weg. Vernünftelei ist etwas, was dem Wort Gottes wirklich Kraft und Substanz nimmt. Lass die Verheißungen, das ist der nächste Punkt, lass die Verheißungen Gottes in diesem Wort, lass sie dein Herz erfüllen. Vielleicht hast du Worte von Gott schon bekommen, so wie ich das auch vorhin vorgelesen habe. Dann nimm das doch vor und sag, Herr, du hast gesagt und ich lese es dir vor. Und das ist etwas, was ich von dir erwarte, was ich will, was du mir gegeben hast und wohin ich mich bewegen will. Lass das Wort der Verheißung dein Herz erfüllen. Schau die Verheißungen in der Bibel an. Die werden uns in diesen dunklen und unruhigen Zeiten, in die wir gehen, werden sie uns zur Speise werden. Sie werden uns erfrischen. Sie werden uns wirklich ernähren. Denn wir müssen alle wirklich uns bewusst sein, die Zeit, in die wir jetzt gehen, die wird schwierig, dunkel und sehr herausfordernd. Es kann sein, dass es zu stürmischen Aktivitäten kommt. Und deshalb müssen wir in diesem Prozess unterwegs sein mit dem Herrn. Der Prozess heißt, vertief dich in sein Wort, rede mit ihm, hol die Verheißungen, pass auf, was du sagst über dich selber und über die Dinge. Du kannst auch Bibelverse, das habe ich damals in dieser Zeit gelernt, das zu tun. Ich habe mir Bibelverse aufgeschrieben, habe die in Zettelchen gepackt und habe die mir in die Hosentasche gesteckt oder in der Küche aufgehangen, im Badezimmer, am Spiegel oder Karten, wo Bibelverse drauf waren. Ich habe überall, hatte ich Bibelverse und vieles habe ich heute noch davon, weil ich dadurch immer dieses Wort Gottes vor Augen hatte. Und das prägt
dein ganzes Glaubensleben, das prägt dein Gebetsleben. Das ist, weil du das Wort ständig vor Augen hast und du kannst ständig dieses Wort bedenken, darüber nachsinnen und es wirklich anwenden in deine Situation. Lern sie auswendig. Je mehr du sie anschaust, je mehr du sie liest, desto schneller lernst du sie auswendig. Und mir haben schon viele dieser auswendig gelernten Bibelverse geholfen in Situationen, wo ich keine Bibel hatte, wo ich kein Zettelchen in der Hosentasche hatte, wo ich ganz alleine war im Krankenhaus oder ja, bis auf den OP-Tisch. Ich konnte diese Bibelworte in meinem Geist abrufen. Du musst dir etwas an Ressourcen schaffen, dass du davon zehren kannst. Beginne mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung zu kommen und such dir Bibelstellen vor allen Dingen raus, die über Furcht und Angst sprechen. Die Bibel sagt nämlich genau das Gegenteil über Furcht und Angst. Ich lese euch jetzt ein paar Stellen, also ich lese die Texte nicht vor, aber Angaben, die Bibelstellen lese ich euch vor und ihr könnt vielleicht ein paar euch aufschreiben und jeder kann eine Konkordanz benutzen oder im Internet eingeben, meinetwegen ermutigende Bibelstellen gegen Angst und Furcht oder irgendwie so. Dann werdet ihr ganz schnell fündig und das solltest du nicht verpassen, das solltest du wirklich mal machen. Psalm 23, Vers 4, Psalm 27, Vers 1, 2. Mose 3, 1 bis 14, ganz wichtig, Psalm 22, 12 bis 14, Römer 8, 28, dann Römer 8, 31, 1. Johannes 4, Vers 18. So, also wenn du das selber eingibst im Internet, du wirst fündig. Ich wollte nur sagen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Bibelstellen, die sich mit dem Thema Ermutigung gegen Angst beschäftigen und lass sie wirklich in dein Leben sprechen. Der Effekt von diesem Lesen der Bibelstellen, so habe ich das damals sehr deutlich erlebt, der schafft in uns eine Ruhe. Und das war ja auch in diesem Bibeltext mit den Jüngern auf dem See der Fall. Als Jesus dem Sturm und den Wellen geboten hat, war Ruhe. Und das ist nicht die Ruhe mitten im Sturm gewesen und es ging danach wieder los, sondern es war wirklich Ruhe. Da legten sich die Wellen und der Wind schwieg still. Und das ist genau dieses, wenn wir mit diesem Wort Gottes, wenn wir in unserem Glaubensleben, in diesen Prozess einsteigen, wir werden uns in diese Ruhe hineinbewegen. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich weiß, damals hatte mir der Martin ins Krankenhaus, ich weiß nicht, waren vielleicht 7 oder 8 handgeschriebene DIN A4 Seiten gebracht, wo diese Bibelstellen als Ermutigung gegen Sorgen und gegen Angst aufgeschrieben waren. Also ich sage euch, es war für mich wirklich ganz, ganz schlimm diese Zeit. Und als er mit diesem Stapel Papiere kam, dachte ich, ach du meine Güte, dafür habe ich überhaupt keinen Blick und keinen Nerv. Und doch, er hat gesagt, fang einfach an. Fang einfach an, das zu lesen, immer wieder. Wenn du hinten angekommen bist, fängst du vorne wieder an. Und genauso habe ich es gemacht. Und ich habe diesen Effekt gespürt, dass mein Inneres, dieser Kampf, dieser Sturm in mir, dass der sich legte, dass es, wie soll ich sagen, es war nicht mehr so verletzlich und so schlimm, sondern ich wusste, mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das, was mir passiert, muss
durch seine Hand. Das, was mir passiert, muss einen Haken von ihm haben. Das muss etwas sein, was er beeinflussen wird, wo er mir einen Durchlass schaffen wird, wo er eine Bresche für mich schlägt, wo er wirklich dem Sturm und dem Wellen in meinem Leben, die jetzt gerade da aktuell waren, gebieten wird. Und so ist es auch gewesen. Sein Friede erfüllte mich mehr und mehr. Das andere, das hatte ich auch schon angesprochen, kümmere dich um das Bild, was du von Gott hast. Wer ist Gott für mich? Und da ist es sehr hilfreich damals auch für mich schon gewesen, einfach mal zu gucken, welche Namen hat Gott denn? Und ich habe begonnen, über die einzelnen Namen von Gott, Gott mein Versorger, Gott mein Arzt, habe ich drüber nachgedacht, studiert. Ich habe das alles in der Bibel nachgelesen und habe immer dabei aufgeschrieben, was mir wichtig wurde. Und das ist etwas, was wirklich darüber berichtet, wie ist Gott, was ist sein Charakter, was sind seine Absichten und Pläne. Und das wird dir helfen zu erkennen, dass seine Pläne und Absichten für dein Leben entscheidend wichtig sind, wohin du dich entwickelst und wohin du gehst. Und dann fiel mir das hier auch vorhin ein, hier drin in diesem Freundesbrief, da ist das prophetische Wort, was Martin empfangen hatte. Einige Leute haben das jetzt auch schon geschrieben. Sie nehmen dieses prophetische Wort, sie lesen es, sie legen es neben sich und sie fangen an, darüber zu beten. Sie nehmen diese Worte von dem prophetischen Wort und sie fangen an, das im Gebet vor Gott hinzuhalten. Sie fangen an und sagen, Herr, das hast du gesprochen. Ich bete, dass es hervorkommt. Ich presse da rein, dass das in meinem Leben hervorkommt. Und das kannst du mit diesen prophetischen Worten machen. Sinn darüber nach. Prüf sie, bete sie, bleib dran und presse da rein. Frage den Heiligen Geist, was er dazu zu sagen hat. Auch für deine Familie, für die Region, in der du bist und für unsere Nation. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir im Gebet dranbleiben, für unsere Nation zu beten und dass die prophetischen Worte hervorkommen. Die sind gegeben, damit wir sie aussprechen, glaubend beten und da reindrücken. Das, was auch noch sehr wichtig ist, was ich auch erst viel, viel später verstanden und gelernt habe, das ist, dass wir das Abendmahl nehmen, wo immer und wann immer wir können. Und wenn du kleine Kinder hast, nimmst du für sie mit das Abendmahl. Wenn du Abendmahl nimmst, nimmst du sie in diesen Schutzraum des Blutes Jesu mit rein. Wir erinnern uns, dass das Blut des Lammes wurde damals in Ägypten an die Türpfosten gestrichen und der Würgeengel ging vorüber. Das ist das damals das erste Zeichen von diesem Blut, was an das Holz gestrichen wurde, gegeben ist. Und durch das Sterben und das Leiden Jesu, das Blutvergießen, was wir ja im Abendmahl bedenken, hat er für uns diesen Schutz gebildet. Das Blut bedeckt uns. Es bedeckt nicht nur unsere Sünde, sondern es bedeckt uns insgesamt. Wir sind in diesen Schutz hineingenommen. Und ich will dir das so, so sehr empfehlen. Bete dieses Abendmahl über deine Kinder, über deine Familie, über dein Haus, über deinen Besitz, über deine Finanzen, über deinen Job. Bete das im Abendmahl als eine große Bedeckung, die uns gehört, das Blut des Lammes. So, so wichtig. Und wir lesen im Neuen Testament, so oft ihr daran denkt, verkündet ihr das Leben, das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn. Das nächste, was ich noch habe, ist, verbiete dir Worte der Frustration, der Niederlage, und lass deinen Blick nicht vom Feind einfach so eng machen, dass wir nur noch die Dinge sehen,
sondern lass uns zuversichtlich, freimütig zum Thron der Gnade kommen. Lass uns zu Jesus kommen in großer Stärke, in Offenheit, in Mut, in einfach ja, in Kühnheit. Und da lesen wir ja in Hebräer 4, Vers 16, lasst uns also freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur richtigen Zeit. Werft eure Zuversicht nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Lerne das Wort Gottes über deinem Leben und über alle Dinge, die dich betreffen, auszusprechen, in dieser Kühnheit, in diesem Mut und in dieser Zuversicht. Proklamiere das Wort Gottes. Wir sprechen in jedem Livestream fast über Proklamation, über das Wort Übereinstimmung, über Deklarieren. Proklamiere das Wort, das ist sehr, sehr wichtig. Dann, wenn du kleine Kinder hast oder überhaupt Kinder, Schulkinder oder ja, egal wie, lerne das, beschäftige dich damit, wie du mit Öl salben kannst, wie du deinen Kindern das verständlich beibringen kannst, welche Kraft in der Salbung liegt, in dem Salben mit Öl. Und lese das in der Bibel nach und du kannst dich auch selber salben, wenn du niemanden sonst in deinem Haushalt hast. Tu das, wenn du betest, wenn du Schmerzen hast und es ist keiner da, wenn du isoliert zu Hause bist, es ist keiner da, der das tut, aber du kannst es doch selbst tun. Wenn du mit Kühnheit zum Thron der Gnade kommen kannst, dann darfst du auch dieses Salben von deinem Körper wirklich in der Autorität, die Jesus uns gegeben hat, tun. Salbe dich, sprich das über deinem Leben aus, dass das Öl des Heiligen Geistes in deinem Körper wirksam wird. Und dann habe ich noch gedacht, ihr lieben Väter und Männer, ihr Vorstände eurer Familie, ihr Oberhäupter eurer Familie, lernt das, dass ihr eure Frauen und eure Kinder mit Öl salbt, dass ihr ihnen Hände auflegt, über ihnen betet, den Schutz Gottes aussprecht und wirklich dieses Blut des Lammes beansprucht als Bedeckung eurer Familie. Macht das. Sag nicht, ach, das ist komisch, das haben wir sonst auch nicht gemacht, sondern erfasse, dass darin eine große Kraft liegt, ein großer Schutz. Ich habe gelesen von Charles Spurgeon, das ist ja ein sehr großer Prediger gewesen. Er hat geschrieben, wir sind entschlossen, uns nicht fesseln und die Augen verbinden zu lassen, sondern sie fest und unentwegt in die Höhe zu richten. Von wo kommt mir Hilfe? Da, wo Gott ist. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Was wir brauchen, ist die Hilfe, die mächtige, wirksame, dauernde Hilfe, eine Hilfe, die sich in Nöten erprobt und nie versagt. Wie wohl sind wir daran, dass wir sie in unserem Gott haben. Unsere Hoffnung steht auf Yahweh, denn unsere Hilfe kommt von ihm. Die Hilfe ist schon unterwegs, schreibt Spurgeon weiter, und wird unfehlbar zur rechten Zeit eintreffen. Denn es wurde noch nie gehört, dass er, der sie sendet, damit zu spät gekommen wäre. Der Ewige, der alles geschaffen hat, ist jeder Not, jeder Anforderung gewachsen. Himmel und Erde stehen ihm zur Verfügung, der sie ins Dasein gerufen hat. Darum wollen wir uns freuen und fröhlich sein über unseren Helfer, der keine Schranken kennt. Er würde eher Himmel und Erde zugrunde gehen lassen, als zuzulassen, dass sein Volk zugrunde gehe. Und eher werden selbst die ewigen Berge zerbersten, die uralten Hügel sinken, als dass er versagen sollte, dessen Pfade von Ewigkeit her sind. Ich hebe meine Augen auf zu Christus, dem Anfänger
und Vollender meines Glaubens. Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Gott hat mehr für dich. Das möchte ich dir zusprechen. Trete ein in diesen Prozess. Lass dich nicht von Angst überwinden, sondern überwinde du die Angst. Lass dich nicht zurückdrängen in Befürchtung, in Sorge und in Niederlage, sondern steh auf und sage: Herr, mit dir. Du kommst nie zu spät und du wirst den Sturm in meinem Leben überwinden. Amen.